Das Schöne ist, an der neuen Form des Feminismus ist, dass es für alle da ist. Hallo, wir haben heute ein Video ausgelöst durch einen Kommentar von euch. Also ihr seht, es lohnt sich fleißig zu kommentieren. Und zwar hieß es darin, dass die Person gegen Feminismus ist, aber eben findet, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein sollen. Und dass es vielleicht schwang da auch so ein bisschen drin mit, dass Glaube und Feminismus nicht so ganz zusammenpassen. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum ich finde, dass das sehr wohl zusammenpasst und auch warum. Zum einen müssen wir, glaube ich, erstmal darüber reden, was ist überhaupt Feminismus? Denn für mich ist das ein Widerspruch, wenn man sagt, ich bin gegen Feminismus, aber ich bin dafür, dass Frauen und Männer gleichberechtigt werden. Was für eine Problematik steckt dahinter? Ich glaube, das ist ein Problem, was es in allen Bewegungen gibt, dass sie oft von der radikalen Seite definiert werden. Das heißt, wenn viele Menschen an Feminismus denken, dann denken sie an Kampffeminismus und nicht an Feminismus als große Bewegung, die noch viele andere Dinge umfasst. Deswegen möchte ich direkt am Anfang des Videos einmal definieren, was Feminismus für mich bedeutet und was ich damit meine, wenn ich mich als Feministin bezeichne. Die Feminismusbewegung entstand daraus, dass sich Frauen dafür stark gemacht haben, dass sie gleichberechtigt werden mit Männern. Das heißt, dass sie für die gleiche Arbeit die gleiche Kohle bekommen, was heute ja immer noch nicht der Fall ist. Das heißt, diese Feminismusbewegung ist auch noch nicht da, wo sie sein möchte. Und es gibt noch ganz andere Aspekte, die da mit reingehören. Wie zum Beispiel Care-Arbeit. Wir können jetzt leider nicht alle Aspekte aufführen. Es lohnt sich auf jeden Fall, sich dazu einzulesen und sich auch stark dazu zu machen, denn Frauen sind genauso viel wert wie Männer. Es gibt den sogenannten intersektionalen Feminismus, der sich auch für andere Menschen einsetzt. Das heißt, auch non-binäre Menschen sind Teil dessen und es geht eben auch um queere Menschen oder auch um Menschen, wo einfach sich ja Diskriminierungsstrukturen überschneiden. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel Frau und POC ist, also People of Color, dann hat sie ja zwei Dinge, über die sie diskriminiert werden könnte, und dann ist es eben dieser intersektionale Feminismus. Es geht darum, dass Feminismus nicht mehr nur für die Rechte und die Würde der Frau kämpft, sondern eben auch andere Gruppierungen, die diskriminiert werden, mit reinnimmt. So, das war ganz kurz und knapp zum Thema Feminismus. Und jetzt meine These. Ich glaube, dass Jesus Feminist war. Warum glaube ich das? Jesus hat sich den diskriminierten Gruppen zugewandt. Er gab Frauen eine Würde, eine nie dagewesene Identität, indem er ihnen zuhörte und mit ihnen gleichwertig diskutierte. Ich denke da an die wunderbare Geschichte von Jesus im Gespräch mit der Syrophönizierin, in dem Jesus und diese Frau einen rhetorischen Wettkampf darüber führen, ob nun ihr Kind geheilt werden soll oder nicht. Und die Frau gewinnt diesen Dialog. Das ist einzigartig im Neuen Testament. Normalerweise gewinnt Jesus alle rhetorischen Wettkämpfen, doch diesen gewinnt die Frau. Auch an anderen Begegnungen merkt man, dass eben Frauen zur Teil der Jesusbewegung gehörten, dass die Jüngerinnen waren, dass sie ja Jesus auch ein bisschen sponserten mit ihrem Geld, dass er ihnen begegnete und ihnen zuhörte. Sein Handeln war revolutionär und genau deswegen geht es auch bei den Jüngern oft darum, wie verhält man sich eigentlich gegenüber Frauen. Die Geschichten von Frauen mit Jesus sind sehr besonders und sollte man sehr groß machen. Und warum? Tatsächlich ist es so, dass gerade zum Beispiel in den Wundergeschichten die Frauen sehr anonymisiert sind. Das heißt, die Namen sind nicht mit überliefert. Bei den Wundergeschichten haben wir das öfter. Aber dieses Anonymisieren, dass der Name nicht mit überliefert wurde, ist ein Phänomen, was sich durch die Bibel zieht. Geschichten mit Frauen sind weniger. Und Geschichten mit Frauen haben es auch schwieriger in der Überlieferung. Warum haben wir denn aber Geschichten von Frauen? Sie sind ja da. Und gerade die sind dann so wertvoll, obwohl sie vielleicht ja vermeintlich untergehen. Das heißt, zum einen war Jesus Feminist, zum anderen ist die Bibel vielleicht nicht so feministisch, an einzelnen Stellen schon, aber es wurde eben primär von Männern geschrieben und die Sprache ist eben auch so, dass sie die Frauen eher, ich will nicht sagen klein hält, aber irgendwie eben schon alleine durch dieses Anonymisieren. Was können wir also machen? Wenn wir die Bibel lesen, sollten wir gerade diese Geschichten mit Frauen, finde ich, groß machen, weil die so wichtig sind, weil wir so viel von denen auch lernen können. Im Kontext Frauen wird sehr, sehr oft Paulus zitiert, dass die Frau im Gottesdienst schweigen soll, dass der Mann über ihr steht. Was zeigt dieser Text aber? Es gab offenkundig Gemeinden, in denen Frauen gepredigt haben. Weil wenn es nicht so wäre, dann müssten wir nicht darüber schreiben. Und was zeigt es noch? Das war damals gesellschaftlich gesehen nicht ganz normal. Die Christen halfen sowieso schon ein bisschen raus. Und dann ist es natürlich auch, ein bisschen zu gucken, okay, wie können wir hier agieren? Denn nur weil Jesus revolutionär war, heißt es nicht,
dass die Menschen das vielleicht damals auch waren oder Paulus eben auch. Eine Sache, die ich immer wieder sage, ist, zu wem würde Jesus heute gehen? Ich glaube, Jesus würde auch heute zu den diskriminierten Gruppen gehen. Er würde nicht in die Gemeinden gehen oder zu den gut ausgestatteten Menschen, die wohlhabend leben. Er würde auf die Straße gehen, zu den Menschen, die dort leben. Er würde zu Menschen gehen, die ausgestoßen sind. Er würde diese Menschen trösten und sie auffangen. In den Geschichten, in denen Jesus Frauen begegnet, wird deutlich, er sah in ihnen keine Sexualobjekte, sondern Menschen mit besonderen Fähigkeiten und beschränkte sie nicht auf ihre Funktion. Ich finde, zu dem ganzen Thema passt auch das Stichwort feministische Theologie, die die weibliche Seite Gottes betont. Denn die Bibel erzählt nicht nur davon, dass Gott der Schöpfer war, der Herr, der Richter, der Hirte, was alles männlich geprägt ist, sondern es gibt auch viele Dinge, die die weibliche Seite Gottes betonen. Vielleicht hast du Lust, dass wir auch darüber mal ein Video machen, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ich werde es hier versuchen, in der Kürze anzureißen. Gott ist eben wie eine Mutter, wie eine Trösterin. Das sind Begriffe und Bilder, die versucht werden, unter anderem in der feministischen Theologie groß zu machen. Weil wenn wir dieses Gottesbild immer nur männlich prägen, obwohl Gott ja gar nicht nur eine Person ist, ich weiß, ich spreche oft davon so, als wäre Gott eine Person, aber das greift Gott ja zu kurz. Und Gott ist eben auch nicht nur männlich oder auch nicht nur weiblich, sondern etwas, was wir uns gar nicht vorstellen können, was kein Geschlecht hat. Warum ist trotzdem diese weibliche Seite wichtig? Ich glaube, dass wir schon gewisse Dinge mit Männlichkeit und Weiblichkeit verbinden. Das ist für sich natürlich auch nochmal problematisch, weil wir damit gesellschaftliche Bilder verbinden. Aber trotzdem können wir davon lernen, Gott als Frau zu begreifen. Warum? Wir leben in einem Patriarchat, das heißt, der Mann steht irgendwie darüber als großer Herrscher. Auch hier wird diese patriarchale Struktur wiederholt. Gott ist männlich. Und was würde das eigentlich damit machen, wenn wir uns mal kurz vorstellen würden, Gott ist weiblich? Und warum fällt es dir vielleicht auch gerade schwer, Gott als weiblich zu begreifen? Und gerade weil wir dieses männliche Phänomen immer und immer fördern, konzentriere ich und auch andere feministische TheologInnen sich sehr darauf, das Weibliche zu fördern und Gott eben als größer zu begreifen. Was bedeutet denn eigentlich Diskriminierung? In meinen Worten, ich würde sagen, Menschen oder menschliche Gruppen werden anders behandelt, weil sie Merkmale haben, die sie nicht verändern können. Das bedeutet ihre Sexualität, ihre Hautfarbe oder auch ihr Geschlecht. Vielleicht bist du ein männlicher Zuschauer und siehst es gerade und denkst, ja okay, aber was bringt mir das? Und zum einen sollte es dir auch eine Herzensangelegenheit sein, alle Menschen zu fördern. Und zum anderen ist Feminismus auch für dich da. Das Schöne ist, an der neuen Form des Feminismus ist, dass es für alle da ist und nicht nur dafür kämpft, dass Frauen die gleichen Rechte haben, sondern eben auch, dass Männer die gleichen Rechte haben. Da geht es jetzt weniger um Bezahlung, sondern vielleicht auch mehr um emotionale Themen. Warum dürfen Männer eigentlich nicht weinen? Warum müssen Männer alles können? Warum müssen Männer die Stärksten sein? Und Männer dürfen weich sein, dürfen weinen, dürfen Kleider tragen, dürfen all das tun. Und dafür macht sich der Feminismus stark. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne ein Abo da und ein Like. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut!